Dankeschön. Ja, Klimaziele sind wichtig, ohne Frage. Und es ist auch schön, dass die UN sich da engagiert und zu einem Gipfel nach New York ruft. Aber es ist aktuell nicht das größte Problem der Europäischen Union. Das größte Problem ist die Arbeitslosigkeit. Und die gibt es, weil die Wettbewerbsfähigkeit ständig sinkt. Die Klimaziele sind in direktem Widerspruch zu Wettbewerbsfähigkeit, und es ist eine Frage, was wir mehr brauchen. Die EU kann es sich aus finanziellen Gründen nicht leisten, eine Vorreiterrolle zu spielen. Das sind Träumereien. Die EU ist verschuldet bis über die Ohren. Die EU hat 26 Millionen Arbeitslose, kaum Wachstum und einen Haufen Schulden. In New York gibt es vielleicht gutes Essen für 25 oder 28 Regierungschefs, aber dort gibt es keine Arbeitsplätze. Die gibt es nur dann, wenn die EU ihre Wettbewerbsfähigkeit immer weiter erhöht. Aber sie tut das Gegenteil, und deswegen sinkt auch der Anteil der Industrie. Die EU sollte vielleicht mal eine Pause machen in diesen Klimazielen und sich den Arbeitslosen widmen. Dankeschön.